So, und dann hallo zum zweiten Video von unserer JavaScript-Schule. Und zwar haben wir Visual Studio Code geöffnet und öffnen jetzt einen Ordner. Den habe ich schon erstellt bei mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr einfach irgendeinen Ordner erstellen auf euren Desktop oder wie ich hier auf einer externen Festplatte. Den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt schon zwei Fehler hier drin, die werdet ihr später nicht haben, weil ich schon was getestet habe. In diesem Ordner erstellen wir jetzt eine Datei. Das geht mit diesem Button da. Die nennen wir jetzt javatest.js. Und dieses js sagt unserem Compiler schon, ah, wir haben eine JavaScript-Datei. Ihr seht auch neben dem Namen dieses js da, worauf ihr dann auf die Bibliothek von JavaScript zugreifen könnt. Wir machen jetzt einfach mal eine ganz einfache Ausgabe mit unserem Konsolen.log-Befehl. Das ist das, was jeder Programmierer als erstes lernt, eigentlich einfach mal in Hardware-Welt auszugeben. Also fangen wir damit natürlich auch an. Wir werden ja das Rad nicht neu erfinden. Wir werden einfach ganz normal programmieren lernen, wie jeder andere auch. Wenn ihr das Terminal unten nicht haben solltet, findet ihr es oben bei den Terminal, New Terminal, und da wird sich unten angezeigt. Bei Mac zumindest, aber bei Windows sollte das ähnlich sein. So, jetzt werden wir uns mal javatest.js eingeben. Also mal gucken, was passiert. Dann müsst ihr uns die Ausgabe geben, Hello World. Das macht es aber nicht. Ah ja, wir müssen die Datei natürlich speichern. Das seht ihr auch oben an diesem Punkt. Genau in dem. Wenn ich jetzt Command S drücke, seht ihr, aus dem Punkt wird ein X, das heißt, die Datei ist gespeichert. Und wir können das Ganze nochmal wiederholen. Node javatest.js. Und siehe da, ich habe meine Ausgabe Hello World. Sehr schön. So, jetzt werden wir noch einen zweiten Konsolenbefehl hinzufügen. Wenn ihr wollt, könnt ihr damit natürlich auch ein bisschen rumspielen. Ich meine, so mega der Aufwand ist es ja nicht. Und so ein großes Hexenwerk ist es auch nicht. So. Und ich werde es beide Male ohne diese Semikolons am Ende machen, so wie bei C-Sharp. Da müssen wir jeden Satz mit so einem Semikolon beenden. Das müssen wir bei JavaScript nicht. So wie bei Swift ja auch nicht. Was ich schon mal einiges besser finde. Geben wir das nochmal ein und starten unser Programm nochmal. So, und jetzt haben wir zwei Konsolenausgaben. Sehr schön. Also dann bis zum nächsten Video. Und dann werden wir schon anfangen, Variablen zu lernen. Also dann, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.